Kniegelenkschmerzen sind relativ häufig und können verschiedenste Ursachen haben. Kniegelenksschmerzen sind relativ vielfältig. Das kann sein, es ist eine Abnutzung des Kniegelenkes, das heißt eine Arthrose. Es können aber auch Verletzungen sein, Sportverletzungen. Zum Beispiel ist der Meniskus gerissen, es gibt einen Knorpelschaden oder die Bänder sind verletzt. Die Differentialdiagnose ist hier entscheidend. Wenn Sie Kniegelenkschmerzen haben und der Arzt Sie untersucht, dann wird als nächstes die Röntgendiagnostik angeschlossen und es wird möglicherweise ein MRT durchgeführt, um genau zu gucken, wo ist der Schmerz, was ist die Verletzung, und dann können wir über die Therapie entscheiden. Wenn eine Arthrose am Kniegelenk bei Ihnen diagnostiziert worden ist, dann ist die Frage, wie geht es nun weiter? In der Regel wird als erstes eine Arthroskopie, das heißt eine Kniespiegelung, durchgeführt und wir schauen dann, wie weit ist die Arthrose fortgeschritten und was sind für Begleitschäden noch vorhanden, die wir eben reparieren können oder sollten. Ist die Arthrose schon weiter fortgeschritten, empfiehlt sich das Einsetzen eines neuen Kniegelenkes.